In dieser Videoreihe zeige ich den Bau dieses Roboters und die Steuerung über ROS. Der Roboter lässt sich von einem Linux-PC über eine Wi-Fi-Verbindung mit dem Roboter steuern. Das Ganze habe ich von diesem GitHub-Repro von Robin Wolf, Hannes Bornemann und Matthias Fuhrer von der Hochschule Karlsruhe. Deren Repo baut auf dem sechsachsigen Roboter von Logo CNC auf. Für diesen Roboter haben sie einen neuen Flansch, einen neuen Greifer, neue Leiterplatten und die ROS-Implementierung bereitgestellt. Auch die Dokumentation in dem Repro ist sehr gut und ausführlich. In diesem Teil bauen wir den Roboter bis zum zweiten Gelenk auf. Für das erste Getriebe brauchen wir diese Teile und einen NEMA 17 Stepper Motor. So wird das Ganze dann zusammengebaut. Lasst euch nicht davon triggern, dass ich hier viele Schlitzschrauben verwende. Das kann ich keinem empfehlen. Ich hatte die aber noch rumliegen und wollte deswegen keine neuen kaufen. Außerdem ist der Roboterarm leider für Zollschrauben konstruiert. Ich verwende natürlich metrische Schrauben und muss daher hier und da etwas wuschen. Cool wäre es natürlich, den Roboterarm auf metrische Schrauben umzukonstruieren. Die Teile hat mir ein Freund mit einem Bambula P1P 3D-Drucker gedruckt. Daher ist die Qualität der Teile sehr gut. Mit meinem Ender 3 müssen die Teile wahrscheinlich größtenteils nachbearbeitet werden, bevor sie zusammengebaut werden können. Daher an dieser Stelle ein großes Dankeschön fürs Drucken. Auch hier sollte zwischendurch immer wieder getestet werden. Hier müssen unbedingt flache M4-Muttern verwendet werden, da normale Muttern überstehen und somit das Getriebe blockieren würden. Da ich wie gesagt metrische Schrauben statt Zollschrauben verwende, muss ich die Muttern mit Sekundenkleber einkleben, damit sie nicht ins Getriebe fallen. Dabei muss man aufpassen, dass man nicht aus Versehen Schraube und Mutter zusammenklebt. Die Getriebe habe ich alle mit Vaseline beschmiert. Das verträgt sich besser mit dem gedruckten PLA-Teilen als herkömmliches Fett. Die Getriebe werden durch 6 mm Stahlkugeln zusammengehalten, die auch gleichzeitig das Lager bilden. Die Getriebe sollten nach dem Zusammenbau immer getestet werden. Sobald die in den Roboter eingebaut sind, ist es super nervig, die wieder auszubauen, wenn etwas nicht funktioniert. Solch ein Getriebe wie hier blockieren, sollte kontrolliert werden, ob die Achse wirklich mittig zentriert ist und ob alle Zähne der Zahnräder gut gedruckt sind. Manchmal kann es auch helfen, den Strom der Motortreiber ein bisschen hochzudrehen. Außerdem dürfen natürlich keine Schrauben und Muttern in die Laufflächen des Getriebes hineinragen. Wenn das Getriebe zuverlässig funktioniert, kann der Roboter weiter zusammengebaut werden. Auch hier müssen die Muttern wieder eingeklebt werden.
Sobald der Kleber getrocknet ist, können die Schrauben wieder gelöst werden. Danach kann es mit dem Getriebe verschraubt werden. Die Schrauben dürfen allerdings auf keinen Fall zu lang sein. Ryan Little. Wenn hier alles richtig gemacht wurde, dreht sich das Getriebe auch weiterhin. Dann kann auch schon der zweite Motor montiert werden. Der Zusammenbau des Getriebes ist hier gleich wie beim ersten. Hier muss ich das Loch wieder etwas aufbohren, damit die Schrauben hineinpassen. Und damit ist auch die zweite Achse fertig. Im nächsten Video werden dann die nächsten zwei Achsen aufgebaut. Ein großes Dankeschön an meine Schwester für das Einsprechen des Textes.